Ein Kerzenständer, ein Klavier. Im Deutschen Bundestag in Berlin werden erstmals in Deutschland Gegenstände aus der Sammlung der israelischen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem ausgestellt. Diese Puppe gehört Lore Meyerfeld. Die heute 85-Jährige floh als kleines Kind mit ihrer Familie vor den Nazis aus Kassel in die USA. Yes, the doll was a gift to me from my grandparents. When I left Germany. Die Puppe war ein Geschenk meiner Großeltern an mich, als ich Deutschland verließ. Es war ein Abschiedsgeschenk, sagen wir, oder vielleicht auch zu meinem Geburtstag. Und sie bedeutet mir sehr viel. Und der Pyjama, den sie trägt, ist der Pyjama, den ich in der Kristallnacht am 9. November 1938 trug. Da war ich erst 1,5 Jahre alt. Der Pyjama, der an meiner Puppe bleibt, hat also eine Bedeutung, eine doppelte Bedeutung. Es fällt mir sehr schwer, mich an dieses Alter zu erinnern, aber mein Vater wurde ins Konzentrationslager gebracht, nach Buchenwald. Meine Mutter und ich wurden in dieser Nacht von Nachbarn versteckt. Und in der Zwischenzeit kamen die Nazis rein und zerstörten unser Haus, machten alles kaputt. Und draußen brannten natürlich die Synagogen. Die Geschäfte wurden zerstört, wissen Sie, völlig zerstört. Das Glas zerbrochen. Und es war eine schwere Nacht, ein Zeichen der Dinge, die da kommen sollten. Die 16 Gegenstände erzählen die Geschichten von jüdischen Familien aus Deutschland. Ein Objekt aus jedem Bundesland. Die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem feiert dieses Jahr ihr 70-jähriges Bestehen. Wir nähern uns leider, aber auch unweigerlich, der Ära ohne Überlebende. Der Ära, in der niemand mehr aufstehen und sagen kann, das ist mir passiert. Ich befürchte, dass dies ganz zur Freude der Leugner, der Verzerrer, der Shoah sein wird. Und deshalb müssen wir jetzt uns vorbereiten, um ihnen entgegenzutreten, indem wir Dokumente sammeln, die Forschung fördern, die diese Dokumente in Wissen umwandelt und indem wir die Menschen aufklären. Auch Lore Meyerfeld schaut besorgt in die Zukunft. Nicht nur in Deutschland. Der Antisemitismus nimmt überall zu. Die ganze Welt hat die Lektion aus diesem Krieg nicht gelernt. Und das ist sehr traurig. Und es gibt Leute, die leugnen, dass er überhaupt stattgefunden hat. Dadurch, dass ich hier war, kann ich sagen, meine Generation, wenn wir sterben, wer wird hier sein, um die Geschichte zu erzählen? Ich war hier, ich habe es erlebt. Die Ausstellung ist noch bis Mitte Februar im Paul-Löbe-Haus des Bundestags zu sehen. Anschließend reist sie nach Essen.